Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, ich möchte heute über dieses große und wichtige Thema künstliche Intelligenz sprechen. Werden Computer irgendwann mal intelligenter werden als wir? Werden sie vielleicht sogar irgendwann mal die Herrschaft übernehmen? Das war in Amerika ja schon mal Realität. Da wurde Kalifornien 8 Jahre lang von einem Terminator T-800 regiert. Ja, und das könnte auch bei uns in Deutschland kommen. Sind Ihnen schon mal diese ruckartigen Bewegungen von Klaus Kleber im Heute-Journal aufgefallen? Ich persönlich glaube ja, der Typ ist kein Mensch. Das ist ein Avatar, der auf einem alten Betriebssystem von Florian Silbereisen läuft. Auch im Konsumverhalten übernehmen immer mehr Computer die Macht. Walmart, dieser Handelsriese, die sammeln seit Jahren ihre Kundendaten und die können inzwischen aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen erkennen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbstbewusst ist. Macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Deswegen schlage ich ja seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Eine Flasche Weizenkorn, 2 Rollen Zahnseide und die Emma. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Datenbankexperten von Rewe vollkommen verwirrt auf diese bizarre Einkaufsliste starren. Was zum Teufel ist das für ein Konsument? In welches soziodemografische Cluster gehört der? Ist er vielleicht sogar schwanger? Man weiß es nicht. Aber die abgefahrensten Sachen, die machen ja Google. Google, unfassbar. Die haben vor einigen Monaten einen sensationellen Algorithmus entwickelt und dieser Algorithmus hat vollkommen selbstständig 10 Millionen YouTube-Videos gescannt und die können jetzt mit der Wahrscheinlichkeit von 75% eine Katze erkennen. Das ist beeindruckend. 75% Wahrscheinlichkeit. Andererseits, der 2-jährige Sohn meiner Nachbarin kommt auf 100%. Ich sag's mal salopp, ein Unternehmen, das bei jeder 4. Katze sagt, wird vielleicht auch ein klein wenig überschätzt. Wie also ist es tatsächlich um die künstliche Intelligenz bestellt? Denn es ist ja vor einigen Wochen, haben Sie vielleicht mitgekriegt, einer Maschine sogar gelungen, den weltbesten Spieler in dem Brettspiel Go zu schlagen. Aber ist eine Maschine, die uns im Schach oder im Go schlägt, wirklich intelligent? Ich finde, sie wäre dann intelligent, wenn sie sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte jetzt lieber Pokémon Go spielen. Denn um so etwas zu tun, brauchen sie tatsächlich ein Bewusstsein. Eine Vorstellung davon, was sie tun möchten und wer sie sind. In einfachen Ansätzen haben das auch Tiere. Wenn sie einem Schimpansen einen roten Fleck auf die Stirn malen, den vor einen Spiegel setzen, dann checkt der, dass er sich selbst im Spiegel sieht und greift sich an die Stirn. Das können nur ganz wenige Tiere. Und auch in meiner Heimat, dem bayerischen Odenwald, tun sich die Leute schwer. Besonders in der Bockbierzeit. Wenn Sie da einen Odenwälder Ureinwohner vor einen Spiegel setzen, dann stutzt er kurz und holt die Mau-Mau-Karten raus. Aber es ist wenigstens seine eigene Entscheidung. Computer können das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie tun und warum sie es tun. Bis zum heutigen Tag versteht kein Computer eine einfache Kindergeschichte, die man ihm vorliest. Prozessoren wissen auch nicht, dass man nach dem Tod nicht mehr zurückkommt. Oder dass man mit einem Bindfaden ziehen, aber nicht schieben kann. Eine simple Fruchtfliege hat knapp 100.000 Neuronen. Das ist ein Bruchteil der Rechnerkapazität von einem iPhone. Aber damit kann sie problemlos in 3 Dimensionen navigieren, Looping-Manöver durchführen und unseren Hausmüll in einen Swingerclub verwandeln. Auch wenn es die Nerds von Google, Facebook oder Amazon gerne verschweigen. Aber im Grunde genommen sind Computer heute noch genauso beschränkt, wie sie vor 50 Jahren auch schon waren. Wenn Sie dem Computer ein Bild von einer Musikkassette und einem Bleistift zeigen, hat er keine Ahnung, was das bedeuten soll. Gut, das haben 20-Jährige auch nicht, aber es ist ein anderes Thema. Und weil ein Computer eben nicht weiß, was er tut, ist es auch ziemlich heikel, ihm zu viel Entscheidungsbefugnisse zu überlassen.
Schon heute gibt es Fälle, in denen ein NSA-Algorithmus vollkommen selbstständig 6-jährige Kinder auf die Terrorliste gesetzt hat. Was man bei manchen 6-Jährigen verstehen kann. Neulich habe ich bei IKEA eine Durchsage gehört. Der Kleine, fick dich du Schlampe, mein Name geht dich gar nichts an, möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Wir können sicherlich schlechter rechnen als ein Pentium 4-Prozessor. Aber dafür haben wir Fantasie. Und eben mit dieser Fantasie und eben nicht mit den Algorithmen haben die Welt ein Stückchen verbessert. Noch vor 10 Jahren wurde Rudolf Mooshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Das wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich. Vielen Dank. Dankeschön. Vince